So, willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. In der letzten Folge ist mir dummerweise hier ein Bauernhof abgebrannt. Ja, ich hätte den gern zurück, aber der kostet mich 90.000 Rubel. 85, komm. Bauernhof. Neunzigtausend, bitte. Okay, Scheiß drauf. Jetzt wird er gebaut. So, gut. Das bringt unser Rubelstand mal wieder auf Minus. Ja. Fast fertig. Dummerweise brauche ich dann natürlich auch noch Fahrzeuge hierfür. Ich habe normalerweise bei Bauernhöfen immer 4 Mähdrescher, ernsthaft. 4 Traktoren, 4 Transport-LKWs. Oh Gott. Ja, dann. Okay. Bauernhof ist fertig. Mähdrescher. 4 Stück. Oh Gott. Wie sieht's denn aus, wenn ich die für einen Dollar kaufen würde? Komm, wir kaufen mal einen. Ich könnte noch einen kaufen. Scheiße. Warum läuft das gerade so mies bei uns? So, 2 Mähdrescher. Könnt ihr schon mal ein bisschen Ernte machen? Wie sieht's hier aus? Oh Gott, das ist komplett leer. Welche Felder? Wachstum, Aussaat, Wachstum. Oh, jetzt kommt Geld rein. Das heißt, für Dollar kaufen wir Ernte, Aussaat. Er ist billiger. 15 km/h. Komm, 1, 2, 3, 4. Geschlossene LKWs. Unsere Lieblinge. Zehn Tonnen Pflanzen. Das ist ein Wort. Holen wir. Oh, kriegen wir noch einen? Jawohl, wir kriegen noch einen zweiten. So. Gucken wir mal. Ernte für 8000. Einen würde ich gerne noch holen. Oder? Ach, scheiße. Scheiß drauf. Wir müssen jetzt irgendwie so über die Runden kommen. Und herausfinden, warum das gerade so knapp läuft bei uns alles. Entweder funktionieren unsere anderen Gebäude ohne Stromversorgung. Okay. Okay, 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 Pause. Gut, wenn das so ist. Da, das läuft da hinten rein. Das beliefert das. Hier ist kein Strom. Strom kommt von dort. Da. Da hoch.
darüber. Nach da. Mittelspannungsschalter. Irgendwie ist der... komisch angeschlossen. Der ist gar nicht angeschlossen. Nee. Okay, irgendwas... irgendwas kreuzt hier. Geht's da? Okay, also von hier kommt Strom an. Der verteilt einmal nach da und einmal nach da. Und der geht hier vorbei. Okay. Dann muss die Leitung ja beschädigt sein. Aber auch gut aus. Ich verstehe es nicht. Gebäude ohne Stromversorgung. Ja, ne. Das hat auch keinen Strom. Da, da, da. Jetzt geht's hier rüber. Zwischen den Bäumen entlang. Da. Ah, nicht so krass steuern. So, hier hoch. An das Ding. Und das Ding hat auch keinen Strom. Ach so, wir haben keinen Strom, weil wir ja... Hobel brauchen für Strom. Okay, macht Sinn. Oh Gott, bin ich blöd. So, und um Hobel zu machen, müssen wir Geld verdienen. Das heißt, LKWs müssen liefern. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh, hier kommt ein LKW, der liefert irgendwas. Und es ist zu wenig. Scheiße. Hier kommt ein LKW, der transportiert 12.000 Rubel. Beziehungsweise Kleidung im Werte von 12.000 Rubel. Komm. Jetzt sind wir ein bisschen im Plus. Kommt ein bisschen Strom, ein bisschen Strom. Verflixt. Verflixt, verflixt. Das Geld haben wir alles durch den einen Bauernhof da verloren. Oh, jetzt klettert das Geld. Jetzt haben wir ein bisschen länger Strom, das heißt, wir sollten... Jobe. Wenn der jetzt noch ausliefern kann... Oh Gott. Um Gottes Willen. Das war sehr eng, würde ich denken. Oh Gott, da ist unser Geld wieder alle.
Ah, zwei LKWs. 12.000, nochmal 12.000. Spülen Geld in die Kassen. Busse fahren auch wie verrückt. Jetzt läuft hier die Produktion wieder schön an. Uiuiui. 50. Fast 60. 25. Na gut. So. Okay, da ist schon wieder unser Geld alle. Jetzt will ich mal schauen. 4. Hatten früher immer recht gut noch irgendwo anders produziert. Hier zum Beispiel. Das läuft. Kleidung. Im Lager sind zwar jetzt... Ah, da ist ein LKW gerade da. Okay. Hier 50, hier knapp 70, hier auch nochmal. Gut, also das scheint auch zu laufen. Ich glaube, hier brauche ich nicht schauen. Hier läuft schon lange nichts mehr. Oder? 3 Tonnen. Ja. Wir hatten aber doch mal hier Ölraffinerie. Da sieht irgendwie nicht so pralle aus. Da holen wir mal ein paar Leute aus der dritten Welt. Hier ist auch noch voll. Das Gebäude ist voll. Das auch. Aber wo arbeitet ihr? Arbeitet in Kneipe, wollt ihr mich verarschen? 15 Leute. Lebensdauer 89. Okay, ihr müsst mal ein bisschen fleißiger hier arbeiten. Ich könnte das versuchen mit Busplattform zu lösen. Hatte ich hier nicht mal auch eine Busplattform gebaut? Nee. Oder? Nein, scheiße. Hier gibt es einen Hintereingang. 14 Leute. Reicht einfach nicht für irgendwas Größeres. Hier wohnen natürlich auch mal wieder keine Leute. Genau wie hier. Ich glaube, die ganzen Dinger, die kann ich jetzt irgendwann mal abschreiben. Kühlspeicher. Anzahl der Arbeiter, Betrieb ohne Probleme. Ja, wer es glaubt. Hier läuft einfach im Moment nichts.
Dieser Tennisplatz sieht merkwürdig aus. Tennisplattform. 10 Leute. Arbeiten, wohnen Leute. Wie groß war die Busplattform? Das ist die große Straßenladung. Rubel. Scheiße. Zu wenig Geld. Also können nicht einfach mehr Leute hier hoch zum Arbeiten gehen. Treibstoff. Fahrtrichtung wechseln. Ich würde sagen, fahr einfach los. Mist. Okay. Gehe zum Depot? Nein. Ich möchte einfach, dass du losfährst. Fahr los. Das bringt jetzt irgendwie einen kleinen Ausschlag. Es hat schon viel zu lang jetzt der Strom gefehlt. Acht Leute. Vier. Das ist ein Witz. Pflanzenvieh. Oh. Die Wohnblöcke sind voll. Wo sind die ganzen Arbeiter? Das gibt's nicht. Die haben ein Kino, die haben alles hier. Die haben eine Schule.
wollen nur nicht arbeiten. Okay, komm. Wir bauen gerade für Dollar. So. Plattenbau hier dazwischen ein. Und Scheiße, komm. Wir müssen noch einen zweiten hinbekommen. Passt gerade nicht. Schade. Gut. Wir bauen schnell für Dollar. Nicht, dass uns das Geld wieder ausgeht. So. 16 und 25. Gut. Bin ich erstmal hier zufrieden. Hier nicht. Oh Gott. Dann wäre hier erstmal die Folge wieder zu Ende. Tschüss, ciao, bye bye. Bis zum nächsten Mal.